Zero. Und ich muss irgendwie Schwung kriegen. So. Aber das reicht nicht. Okay. Ich hack das jetzt ab mal als... Nö. Reicht einfach nicht, um da hochzukommen. Ich... Muss doch irgendwie ein bisschen mit denen da arbeiten. Oh Mann, ich sehe schon bestimmt in der irgendwelche... Die Stelle war die einzige, welche ich mir gedacht habe, Mist, die wird ein bisschen blöd. Weil ich konnte sie noch nie leiden, weil ich schon damals Ewigkeiten dran saß. Vor allem, ich komme mir vor, als würde ich so ein bisschen auf dem Schlauch stehen gerade. Was ist das denn jetzt? Na toll. Super. Das bringt mir genau gar nichts. Ah. Nein! Aua. Mist. Es muss doch hier irgendwie... Was übersehe ich denn? Für Honey People und 1. Moment mal. So. Erstmal wieder hier. So. Okay, ich hab hier ein paar. Ich habe hier nur eine Fläche und da kann ich hier ein bisschen zwar zack, aber da bringt mir das genau gar nichts. Nö. Ich komme hier zwar drüber. Kann mich auch theoretisch hier rüber schießen. Aber was bringt mir das, wenn ich da nicht auf die Rampe komme? Da ist halt keinerlei Möglichkeit irgendwie selbst wenn ich wow, geht doch. So. Das ist doch schon etwas. Und jetzt brauche ich nur noch einen richtig bösen, megamäßigen Sprung. Und der reicht wahrscheinlich nicht. Danke. Und jetzt brauche ich einen richtig bösen, megamäßigen Schwung. Nö. Das reicht niemals. Deswegen... Das war jetzt auch fast gut. So, hier noch mal eins hin. Und da noch mal eins hin. Jetzt muss ich nur irgendwie... Hey. Danke. Das müssen wir anders machen. Sehe ich hier irgendwie
irgendwo nur eine klitzekleine Chance. Ich sehe schon, das Teil ist aus auf Millimeter genau bemessen. Oh Mann. Ich stehe hier gerade echt so ein bisschen auf dem Schlauch bei dem Teil, das muss ich schon sagen. Also. Nö, es reicht definitiv nicht. Und wenn ich jetzt von außen eins hinschieße, dann... komme ich da oben nicht mehr drauf. Und runter. Flatsch. 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 So, machen wir das doch jetzt einfach so. Zack. 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 Warum nicht gleich so? So. Bloß, wenn ich dann hier wieder hoch will, dann... ist das ein bisschen Ente. Oh Mann. So, nochmal. Zack. Zack. So. Aber hier wäre jetzt auch gar keine Fläche auf dem Boden, um da ein Portal zu machen, geschweige denn irgendwie Schwung mitzunehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wisst ihr was, Leute? Einen Augenblick. So, Leute. Ich... ja. Stand wirklich extrem auf dem Schlauch. Ich... ja. Aua. Mein armer Kopf. Okay. Geht euch. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Mann, oh Mann, oh Mann. So einfach. So einfach. Das kann ich. Ja. Oh Mann. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bilder vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Also manchmal möchte man sich am liebsten wirklich selber ohrfeigen. So einmal. Bam. Ja, okay. Naja, wie dem auch sei. Schwamm drauf und gut ist. So, weiter geht's.
Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. So. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Das ist das kleine Problem jetzt. Alles, was er hier macht quasi, das geht wieder weg. Und damit muss man jetzt zurechtkommen. Sollten wir aber auch hinkriegen. Also, folgendes. Hoppla, aua. Splatsch. Splatsch. Bisschen näher noch. Splatsch. Und so rum. Hoppla. Splatsch. So. Funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Das ist sowas von ein blödes Experiment, was ich hier mache. Hoppla. Yay! Na, bisschen weit runter. Yay! Boah. Schade. Lustig war's. So. Genug rumgealbert. Wir müssen jetzt hier durch. Wir haben hier unser Wasser. Und wir haben hier einen Schalter, den wir da hinten umlegen können. Beziehungsweise wieso da? Ich wollte gerade sagen, wieso da hinten. Ah! So kann ich dann kurz das Wasser ausschalten. Und dann quasi da drauf. Okay. Verstanden. Yay! So. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor- und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Lol. So. Flatsch. 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 So, dann brauche ich hier jetzt noch ein Portal. Und da. Und dann jetzt hier. Und ich lasse mich hier runterfallen. Yay! Passt. So, und weiter geht's. Da war da die Stelle wieder. Da wollen wir nicht nochmal hin. Deswegen geht's jetzt hier weiter. Und Aufzug. Oder kein Aufzug. Würde ich jetzt mal zuerst machen. Rein tendenziell. Yay. So. Nochmal. Wir können uns hier rüberschießen doch. Rums. So. Und wir sind hier oben. Frage ist, wo müssen wir eigentlich hin? Ich muss da hoch. Okay, ich beschleunige mich zwar hier, kriegt jetzt allerdings relativ wenig noch. Wenn ich hier Schwung mitnehme,
Ich gehe kurz mal runter. So. Kann ich da irgendwie mir Gel mopsen? Geht das? Geht das nicht? Das geht doch. Okay, dann machen wir das doch so. Das fliegt hier rüber. Flatsch. Flatsch. So. Und dann probieren wir es mal auf die Weise. Boing. Sehr gut.